grüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Und ich will jetzt gar nicht viel Zeit verlieren. Wir gehen live nach Berlin in die Parteizentrale der FDP. Dort ist Johannes Vogel, der stellvertretende Parteivorsitzende, nach der Präsidiumsklausur an die Mikrofone und Kameras getreten. Und im Rahmen dieses Paketes, insbesondere aus unserer Sicht eben auch mit Blick auf die breite Entlastung der Mitte, mit Blick auf die Autofahrerinnen und Autofahrer und all diejenigen, die eben durch die Mobilitätskosten belastet sind. Die Koalition spricht über diese Themen und ich bin guter Dinge, dass wir zu einem guten Paket und zu einer guten Lösung kommen werden, entgegen mancher Gerüchte, Vermittlung in der Presse gestern sind noch keine Vorentscheidungen getroffen, mit Ausnahme des bereits erwähnten und im Parlament beschlossenen Heizkostenzuschuss. Und es sind auch keine Modelle vom Tisch, sondern im Gegenteil. Wir haben jetzt die Konstellation, dass in einer dynamischen Lage, in einer Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Ecken der Koalition von allen Parteien Ideen entwickelt wurden. Das finde ich gut. Und wir jetzt dann versuchen, das zusammenzubinden. Und ich bin ganz sicher, dass wir ein gutes Paket schnüren werden. Das ist das erste Thema, was uns an aktuellen Themen beschäftigt. Das zweite Thema ist, dass wir ja auch unsere stellvertretenden Ministerpräsidenten als Mitglieder im Präsidium haben und insbesondere der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, der ja auch Flüchtlingsminister ist, aber auch natürlich der Bundesverkehrsminister, nochmal unterstrichen, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir gerade stehen. Ich erlebe das, denke ich, wie viele Bürgerinnen und Bürger auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Wir haben eine beeindruckende Hilfsbereitschaft. Ganz viele Menschen, die jetzt ganz konkret helfen, ihre Gästezimmer freiräumen, Menschen aufnehmen. Aber wir brauchen natürlich auch eine gute Administration. Und Joachim Stamp hat ja gestern und heute noch mal unterstrichen, dass aus seiner Sicht jetzt zwei Dinge vordringlich sind. Erstens, dass wir zwischen Bund, Ländern und Kommunen alle Beteiligten an einen Tisch bringen und uns auch für die nächsten Tage, Wochen präparieren, was die organisatorischen Herausforderungen angeht. Er hat das als Maßnahmenpaket bezeichnet, was wir brauchen im Rahmen eines solchen Flüchtlingsgipfels. Vor allem, das hat er unterstrichen, brauchen wir auch einen solchen auf internationaler Ebene. Wir müssen die beeindruckende Hilfsbereitschaft der Menschen in Polen und auch die beeindruckende Hilfsbereitschaft der Menschen, die jetzt Menschen aufnehmend auch hierzulande dadurch flankieren und unterstützen, dass wir einen internationalen Verteilmechanismus brauchen, international, aber insbesondere auch auf Ebene der Europäischen Union. Und wir sind der Auffassung, dass Joachim Stamp hier unterstrichen hat, dass wir das bald brauchen, auch als Anforderung an die europäische Ratspräsidentschaft, also den französischen Präsidenten, ist absolut richtig und notwendig. Und das war das zweite Thema, was ich Ihnen mitbringen wollte. Als Forderung, der wir uns anschließen. Und jetzt freue ich mich auf Fragen und Diskussion. Herr Jahn, bitte. Ja, ich hätte natürlich eine Frage zu den Energiepreisen. Sie sagen, liegen noch alle Modelle auf dem Tisch. Herr Habeck hat gestern bei uns gesagt, dass der Tankrabatt nicht zu Ende gedacht ist. Das klingt für mich, dass das vom Tisch ist, der Tankrabatt. Halten Sie weiter dann daran fest, an diesem Vorschlag? Also da ich an den Gesprächen ja selbst beteiligt bin, kann ich sicher sagen, dass alle Partner, wie ich es eben gesagt habe, Ideen und Konzepte entwickelt haben, aber dass es keinerlei Vorfestlegungen gibt und gar kein Modell vom Tisch ist. Und ich finde es absolut notwendig, dass wir die Menschen eben auch breit in der Mitte entlasten und insbesondere da entlasten, wo sie besonders belastet sind. Und das sind eben die Menschen ganz aktuell, die aufs Auto angewiesen sind. Und deshalb wird nach meiner festen Überzeugung es Teil eines sinnvollen Pakets sein müssen, dass wir da auch ein gutes Instrument finden. Ich will jetzt mit Blick auf ein erfolgreiches Paket jetzt nicht in die Detaildiskussion einzelner Instrumente über die Medien, so sehr ich Ihre Arbeit, Herr Jahn, schätze, einsteigen, weil wir ja, ich glaube, in dieser Koalition gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir ein Stück weit vertraulich hinter den Kulissen über die Details verhandeln und dann mit einem guten Ergebnis nach draußen kommen. Und das, glaube ich, sollte hier auch handlungsleitend sein. Aber dass irgendein Vorschlag und schon gar nicht der Vorschlag des Bundesfinanzministers vom Tisch sei, das stimmt einfach nicht. Und es ist absolut richtig und notwendig, dass wir uns eben angucken, wie können wir die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, auch entlasten. Nächste Frage von Herrn Polanski, bitte. Würden Sie denn glauben, dass so ein Mobilitätszuschuss möglicherweise genau diese Anforderungen erfüllen würde, dass eben Autofahrer halt profitieren? Und dann auch die Frage, das ist ja, soll ja sozial gestaffelt sein, wenn man das glauben darf, die Berichte. Aus Ihrer Sicht müssten dann sozusagen auch unabhängig davon, ob man ein Auto hat oder nicht, das dann gezahlt werden.
Nein, also ich sagte ja eben schon, dass die Berichterstattung der BAMS, auf die Sie, glaube ich, anspielen, gestern wirklich nicht zutreffend ist, dass schon eine systematische Vorentscheidung getroffen wäre und man über Details redet, sondern es sind verschiedene Ideen auf dem Tisch. Ich will jetzt meine eigenen Worte nicht ad absurdum führen, dass ich die Detaildiskussion jetzt hier nicht öffentlich führen will, sondern dass wir da, glaube ich, ganz gut und konstruktiv in der Koalition beraten und beraten werden. Aber unsere Anforderungen habe ich eben beschrieben. Und natürlich ist immer richtig, sich klarzumachen, dass natürlich nicht für eine Herausforderung, für der wir als Gesamtgesellschaft stehen, die bürokratische Umsetzung dann den Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja selber belastet sind, aufgedrückt werden kann. Das sind schon Anforderungen, die wir an ein gutes Modell stellen würden. Und was aus unserer Sicht der richtige oder unser Modellvorschlag ist, das haben wir ja auch als Bundesvorstand letzte Woche noch beschlossen. Und über alles andere sprechen wir denn jetzt in der Koalition. Entscheidend ist, dass wir eine breite Entlastung auch für die Mitte hinbekommen. Herr Krüger, bitte. Dann machen wir doch da vielleicht noch mal weiter. Können Sie uns denn einen Zeitraum nennen oder einen Zeithorizont, von dem Sie glauben, dass man in der Koalition eine Einigung wird herbeiführen können? Es gibt ja auch diverse Sitzungen des Bundestages, die jetzt bevorstehen, wo man sich vorstellen könnte, dass es eine Möglichkeit wäre oder ein Zeitpunkt, zu dem man vielleicht schon irgendwie seitens der Bundesregierung dazu was mitteilen will. Und wenn Sie sagen, eine breite Entlastung in der Mitte und auch für die Autofahrer, was sind denn alternative Modelle, die jetzt vorstellbar wären zu dem Tankrabatt, die diese Kriterien aus Ihrer Sicht erfüllen würden? So sehr ich als programmatisch begeisterter Mensch und als jemand, der wirklich findet, es muss hier durch die hohe Belastung eine Entlastung gelingen, so sehr ich deshalb versucht wäre, auf die letzte Frage zu antworten, würde mich dann endgültig in den Raum begeben, den ich eben als selber nicht klug beschrieben habe. Denn das sind die Detaildiskussionen, die wir dann wirklich in der Koalition intern führen sollten zur Frage des Zeitplans. Diese Woche werden wir zum Thema im Deutschen Bundestag keine Gesetzgebung haben, weil wir eine Haushaltswoche haben. Da machen wir üblicherweise keine Gesetzgebung. Letzte Woche haben wir ja ein Element mit dem Heizkostenzuschuss schon durch den Bundestag gebracht. Wie genau die weiteren Gespräche voranschreiten, da kann ich Ihnen auch mit Blick auf genau den Charakter der Gespräche jetzt keinen Zeitplan öffentlich nennen, weil das natürlich wieder das wäre, in die Öffentlichkeit zu bringen, was wir intern machen wollen. Aber seien Sie sicher, dass wir ohne schuldhaftes Verzögern beraten, weil ja die Belastung akut ist und wir deshalb auch zu angemessen raschen Entscheidungen kommen wollen. Gibt es weitere Nachfragen? Herr Jahn? Ja, noch eine Nachfrage zu den Geflüchteten. Sie sagen, es wäre sinnvoll, dass Bund, Länder, Kommunen an einen Tisch kommen. Woran liegt es denn, dass es noch nicht passiert ist? Also wer muss sich denn da jetzt bewegen und wie schnell muss das gehen aus Ihrer Sicht? Na, ich finde, wir haben ja eine dynamisch sich entwickelnde Situation und die Hauptherausforderung und die Hauptlast tragt derzeit Polen auf ganz beeindruckende Art und Weise, was dort geleistet wird. Und es sind ja schon erste Schritte in den letzten Wochen dann passiert, zum Beispiel was mit den Zügen passiert. Das ist übrigens was, wenn Sie in den letzten Tagen gereist sind, wenn man derzeit durch Deutschland fährt, man erlebt Züge, die voll sind mit Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Ich finde das, und das sage ich nicht so dahin, sondern das ist mir wirklich wichtig, wirklich beeindruckend, wie Europa hier ganz zu entschieden sozusagen die Verantwortung übernimmt und den Menschen Schutz bieten will. Aber das waren die ersten Herausforderungen und es wurden ja in den Ländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, eben auch von einem Parteifreund von uns, bereits erwähnt, Joachim Stamp, die ersten Schritte schon eingeleitet, was die Verteilung anging und was die ersten Anlaufstationen angeht. Aber jetzt kommen wir eben in die nächsten Schritte. Und da sagt er, da ist jetzt dringend nötig, dass alle Beteiligten das koordinieren. Und deshalb, glaube ich, geht es nicht darum, was hätte man in den letzten Tagen, Wochen tun sollen, sondern es geht darum, was jetzt ansteht für die nächsten Tage und Wochen. Und dafür ist das notwendig. Und deshalb schließen wir uns da der Anforderung von Joachim Stamp eindeutig an. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Interesse. Auf Wiedersehen. Schöne Woche. Bis bald. So, meine Damen und Herren, dann schalten wir jetzt nach Berlin zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Gerd-Joachim von Fallor. Ähnlicher Hintergrund, aber ein bisschen anders. Gerd steht auf der Fraktionsebene. Da geht es heute und vor allem in dieser Woche um den Haushalt, den Bundeshaushalt. Wird eine spannende Woche. Dazu gleich erstmal noch ganz kurz zu dem, was gerade war. Mit einem Lächeln wird es da kommentiert, Tankrabatt oder Mobilitätsprämie. In der Koalition, in der Ampelkoalition ist es manchmal nicht so ganz leicht, oder?
Ja, so ist es. Deutschland hat Rekordpreise bei der Energie und alle führenden Politiker haben ja in den letzten Tagen gesagt, dass sie versuchen wollen, die Bürger ein wenig zu entlasten. Die Grünen übrigens arbeiten da schon ein bisschen länger dran. Sie hatten ja den Vorschlag 75 Euro Energiegeld. Da hat aber Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, gestern im ZDF gesagt, das ist doch nicht so einfach durchzusetzen, weil es keine Möglichkeit gibt, das an die Bürger auszuzahlen. Da müsste eine neue, sehr bürokratische Verwaltung aufgebaut werden. Und Christian Lindner, der Parteivorsitzende und Finanzminister der FDP, das haben Sie verfolgt, hat ja vor einer knappen Woche gesagt, also er fände es richtig, wenn an der Tankstelle entlastet würden, ein Tankzuschlag, der weder bei der SPD noch bei den Grünen gnädig aufgenommen wurde. Da fehlt die soziale Staffelung, wurde kritisiert von den Koalitionspartnern. Und deswegen hat der Arbeitsminister Hubertus Heil ein Mobilitätsgeld vorgeschlagen. Das bedeutet, das soll mit der Einkommenssteuer quasi verrechnet werden. 50 Euro, so ist ein Modell, was hier kursiert für Menschen, die bis zu 2.000 Euro verdienen im Monat und 20 Euro bis zu 4.000 Euro. Das sieht ungefähr der Plan aus. Leute, die mehr verdienen, werden dabei dann eben nicht bedacht. Und das Ganze würde den Staat eine gute Milliarde kosten. Hubertus Heil hat mal angedacht, das über 3 oder 4 Monate zu bezahlen. Das ist die Ausgangslage. Und wenn ich das noch sagen darf, es gibt keine Einigung, haben wir gerade gehört. Alle drei Parteien beharren scheinbar noch auf ihren Vorschlägen. Es gibt eine 9-köpfige Arbeitsgruppe, relativ hochrangig besetzt von der Ampel, die sich zusammensetzen wird, wohl heute Nachmittag schon das erste Mal, und darüber beraten wird, wie denn der Bürger entlastet werden kann. Denn dass es möglichst schnell zur Entlastung kommen soll im Bereich Energie, da sind sich alle drei Koalitionspartner einig. Christian Lindner allerdings, der FDP-Parteivorsitzende und derjenige, der quasi unser aller Geld bereitstellen muss als Finanzminister, hat aber davor gewarnt zu glauben, dass in Krisensituationen wie dieser der Staat für jede Misslichkeit aufkommen kann. Also es wird keine hundertprozentige Entlastung für die Bürger in solchen angespannten quasi Kriegszeiten geben können, hat Christian Lindner gesagt. Ja, der Krieg kostet auch uns eine ganze Menge und Finanzminister möchte man im Moment sicherlich nicht so gerne sein. Wir müssen noch über ein Thema reden, was sicherlich auch im Bundestag in den Fraktionen eine Rolle spielen wird. Das Thema Flüchtlinge, nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein europäisches oder weltweites. Wie weit ist man da? Was hört man? Ja, das haben wir auch gerade in der Pressekonferenz ja schon vernommen. Gerade die Minister aus den Ländern sagen, da muss es weitreichendere Regelungen geben. Die Ausgangslage ist ja doch zum Glück eine etwas andere als im Jahr 2015. In Deutschland sind momentan rund 220.000 Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet angekommen. Und am Anfang war es so, dass sie sich vor allen Dingen hier in Berlin knubbelten. Bärbel Giffey hat da ja auch darauf hingewiesen, dass es dass es so nicht gehen kann, dass Berlin hier die Hauptlast tragen muss. Deswegen wurden ja Züge auch jetzt ins Bundesgebiet umgeleitet, zum Beispiel nach Thüringen, aber auch nach Nordrhein-Westfalen natürlich. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass diese Flüchtlinge anders als 2015 hier mit ihrem Ausweis sich frei bewegen können in Deutschland. Sie sollen auch die Möglichkeit erhalten, möglichst schnell einer Arbeitsaufnahme nachzugehen. Und die Kinder sollen möglichst schnell integriert werden in Schulklassen. Das ist eine riesige Aufgabe für die Kommunen. Und da gibt es eben noch nicht genügend Absprachen, wie wir hören aus den Ländern. Da muss eben noch jetzt das ein oder andere besser koordiniert werden. Ein Unterschied zu 2015 dürfte allerdings auch sein, dass viele, viele dieser Flüchtlinge, und manche rechnen damit, dass es noch bis zu 1 Million allein in Deutschland werden könnten, also dass viele dieser Flüchtlinge dann doch noch die Hoffnung haben, möglichst bald in die Ukraine zurückzukehren, wenn denn am Schluss des Krieges da überhaupt noch was übrig ist. Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön, Gerd-Joachim von Fallois, für den Moment. Wir werden dann natürlich, wenn es nachher noch weitere Wortmeldungen gibt, auch auf der Fraktionsebene dann wieder live nach Berlin kommen. Danke.